Jo, meine Lieben, Zuckerschabba und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft Survival Games, aber das ist mal wieder kein geschnittenes Video, sondern nur ein Themenvideo, Leute. Das heißt, wer Bock auf geschnittene Sachen hat, schaltet ab, denn den Style gibt's hier nicht. Und zwar, Leute, wie ihr das im Titel seht oder was da halt steht, ich suche einen Designer. Das ist eine ganz super Sache, denn wie ihr das sieht, mein Banner, der sieht nicht ganz so schnieke aus, Leute. Deswegen bin ich dringend auf der Suche nach einem Designer, weil halt mein Banner nicht ganz so schnieke aussieht. Ich werde schon versuchen, selber einen besseren Banner zu machen, aber wir brauchen, oder ich brauche einen Designer, damit es besser aussieht. Thumbnails und so müsste ich eigentlich hinkriegen. Das ist jetzt nicht so die krasse Schwierigkeit, aber ich bräuchte halt einen Designer, der mir einen richtig geilen Banner und am besten noch ein geiles Profilbild hinterher macht. Das wäre richtig nice. Deswegen, Leute, falls ihr einen kennt oder so, oder falls ihr selbst ein Designer seid, schreibt mir in die Kommentare, damit ich euch kontaktieren kann. Und wichtig ist, ich bin nicht auf der Suche nach einem kostenlosen Banner, sondern der Banner kann auch gerne was kosten. Wie gesagt, der Banner kann auch gerne was kosten. Also ich bin da kein Typ, der da sagt, nee, ich zahle da jetzt nichts für den Banner, sondern wenn ihr auch ein Designer seid, der richtig gut ist, dann zahle ich euch auch gerne was dafür, um euch zu supporten und zu motivieren, Leute. Denn das ist wieder ein allgemeines Thema auf meinem Kanal. Ich sehe das echt, dass der YouTube-Algorithmus bei mir echt eigentlich ganz gut läuft. Und zwar, wie meine Videos so geklickt werden sozusagen. Meine Videos werden teilweise 100-mal neben anderen Videos angezeigt, wie mein 3 Jahre YouTube-Special wurde 500-mal neben anderen Videos angezeigt, hat dafür aber nur extrem wenig Klicks bekommen und das finde ich halt sehr, sehr schade. Also sehr wenige Leute haben draufgeklickt im Prinzip, obwohl es sehr oft angezeigt wurde. Deswegen muss ich meine Thumbnails und meine Banner-Sachen alle ein bisschen verbessern, damit mehr Leute auf meine Videos draufklicken. Denn meine Videos werden oft neben anderen Videos angezeigt, so ist es nicht. Also auch auf der YouTube in den Empfehlungen rechts neben den, keine Ahnung, wenn du von Gomme irgendwie so ein Gomme-Sack-Video schaust, wird mein Video da oft daneben angezeigt. Und ich finde es halt ein bisschen schade, deswegen muss ich halt noch ein bisschen meine Thumbnails verbessern, weil die sind ja nicht schlecht im Moment, aber auch nicht gut. Und die müssen ja gut sein, damit sie draufklicken. Man muss halt selbst sich immer in die Lage reinversetzen und sich sagen so, ob man selbst da draufklicken würde und ob man selbst sich das Video von dem her anschauen würde. Und es ist bei mir halt teilweise nicht so, wie zum Beispiel bei dem einen Video von mir, bekomme ich den YouTuber-Rang. Das war ein sehr schlichtes Thumbnail, wie das die großen YouTuber auch oft machen. Schlicht mein Skin und das Gomme-Logo. Und da haben extrem viele für meine Verhältnisse draufgeklickt. Schon nach 2 Tagen hatte das Video ungefähr 50 Klicks. Und das finde ich halt extrem nice. Und mit halt den Klicks, damit halt, wenn ich viel mehr angeklickt werde und wenn mich halt viel mehr Leute näher anschauen, dann verbessert sich auch meine wunderbare Watchtime, die auch nicht so great ist. So Leute, das soll es auch vom Video gewesen sein. Ist ein bisschen kürzer, ich weiß. Aber Leute, wie gesagt, wenn ihr ein Designer seid oder einen Designer kennt, dann schreibt mir in die Kommentare, dann schreibe ich euch an über Discord oder sonstiges oder über Privatnachricht. Hier findet ihr meine anderen Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einer Bewertung. Haut rein, macht's gut und ciao.